Wenn du wissen willst, in welchem Objekt wir heute das erste Mal sind, schau auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende an. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt ein neues Projekt im Zentrum Süd, heftigste Lage, also heftigste, mehr geht nicht. Und wie es manchmal so ist, ist auch wieder ein Investorendeal gewesen, ist hier, scheiße, warte mal, wo müssen wir? Drei. Ist hier eine Woche oder zwei Wochen nach Beurkundung die Kündigung des Mieters eingegangen. Und das ist mega geil. Also der Zieher ist ausgezogen und wir sind leider mit den Handwerkern so schnell gewesen, oder die Handwerker sind so schnell gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, hier vorher herzukommen. Das heißt, wir konnten leider keine Bestandsaufnahme im Ursprungszustand machen. Deswegen holen wir jetzt das nach und machen auch quasi schon, Statusbericht. Endabnahme? Boah, krass, aber der Aufzug ist ja ganz schön... Der holpert. Der holpert etwas, ja. Ja, deswegen. Ich hab Angst. So. Nee, nein, fertig noch nicht. Muss mal gucken, ich hoffe, dass wir die richtige finden hier. Du warst also schon mal nicht hier. Doch, doch. Ja, das ist hier übrigens der Irrgarten. Ach, Sesam, öffne dich. So, willkommen. Hier ist schon ein bisschen was passiert. Hier sehen wir schönes Laminat. Genau. Die Wohnung ist mega geil, Leute. Also, hier ist schon ein bisschen was passiert, wie wir sehen. Türen bleiben. Fußboden kommt neu. Fliesen kommen neu. Da kommt Oberlicht rein. Hier wird alles neu gemacht, fliesentechnisch. Haben wir einen Grundriss? Grundriss haben wir. Blenden wir hier ein. So. Dann haben wir hier das Zimmer. Das ist das Wohnzimmer, oder? Es gibt nur das Zimmer. Ach so. Dann ist hier schon gespachtelt. Krass, die sind mega schnell. Ah, hier war nämlich überall Raufaser drauf. Hier ist ein Eimer Wasser, also musst du plötzlich mal aufpassen. Überall Raufaser drauf gewesen. Jetzt haben wir hier, ach krass, die sind ja auch schon so weit. Hier ist die Küche. Das hatte ich ursprünglich mal überlegt, das ist Trockenbau aufzumachen, aber bei einem Zimmer macht es natürlich Sinn, die Küche abschließen zu können. Genau, hier die kleine Küche drin. Ist. Oh, die ist aber wirklich klein. Ist, reicht doch aber für die Bude. Ja. Ist etwas kleiner sogar wie in Rosa Menza, ne? Aber schon gibt es ja die Richtung. Ja, aber Rosa Menza hat 100 Quadratmeter, die hat also hier. Ein Balkon hier auch? Nee. Nein, kein Balkon. Und das war ein Paket mit zwei Wohnungen. Der eine noch hier direkt drüber oder beziehungsweise da drüber. Und der Verkäufer, das war halt wieder so ein Ding, musste schnell verkaufen. Weil das hatte persönliche Gründe. Deswegen, das war hier mega, mega der geile Deal. Und hier sind wir jetzt, das wird ja wahrscheinlich ein kurzes Video, hier sind wir jetzt quasi schon relativ weit. Also sie haben letzte Woche angefangen. Wir haben es leider nicht geschafft, was rechtzeitig. Und was? Muss ja für die Unterkonstruktion sein. Die abhängen, oder was? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt leider keinen Zollstock. Ist hier ein Zollstock? Ja, hast du schon im Auto rumgelassen? Geil, da liegen zwei sogar im Auto. Ja. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Türen bleiben. Alles andere kommt neu. Wovon ist denn bitte die kleine Tür hier? Welche? Von der Toilette? Ja, klar. Hä? Die wirkt ja nicht voll klein eigentlich. Ja, kommst du mal. Können wir mal in den Keller gehen jetzt? Und dann sind wir eigentlich hier schon durch. Weil viel ist ja hier nicht. So, schauen wir nochmal in den Keller. Das ist das Gebäude früher, war ganz, ganz blöd. Nee, sag, was war das? Weiß ich nicht. Achso, kein Plan. Das sieht auch wie, sieht heftig aus, ne? Ja, weil das ist irgendwie auch so aus, wie so nach halt so ein riesen Gewölbe unterteilt ist. Ich weiß nicht, was das war. Ey, das hört sich ja mal zu eine Katze oder so. Die, das ist kein, keine.
Kein Motor im Fahrstuhl, das machen alles Katzen. Das ist der gemeine Katzenantrieb. Ja, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, was war hier? Ich bin schlecht vorbereitet. Ich glaube 38 Quadratmeter. Vorige Miete waren irgendwie, ich glaube, 200 und ein bisschen Euro kalt. Was natürlich eklig ist, aber gut, das ist jetzt raus. Hier oben die Dame, die wohnt noch. Keller, super Zustand. Das ist wunderbar. Das ist wirklich. Ist nichts feucht. Sieht ein bisschen aus wie in der Büttnerstraße, ey. Die kennt ihr auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Stimmt, da warst du auch noch nie. Nee. Ah. Weil das sind auch zwei Einzimmerwohnungen. Ich muss mal gucken, kommen wir hier irgendwo noch rein? Nee. Ja, insgesamt mega Zustand, mega Preis gewesen. Und. Hä, wo ist denn? Achso, der ist hinten. Hinten ist der Kellerraum, der Heizungsraum. Super Zustand. Mit Fahrstuhl, leider ohne Balkon, aber das ist egal bei der Größe. Und hier haben wir das, hier werden wir das Problem kriegen, dass wir. In der Neuvermietung, also ich weiß schon, in der Neuvermietung wird hier Party sein. Also preislich wird das krass werden. Und da müssen wir gucken, dass wir mit der Staffel oder Index, müssen wir gucken, was wir jetzt hier machen, nicht in den Mietwucher kommen. Also Mietwucher sind wir ja mit 50% über dem Mietspiegel. Das ist hier die Herausforderung. So, weil jetzt wird ja auch wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es so sein, dass der Mietspiegel ja auf 6 Jahre ausgeweitet wird. Das heißt, die Miete wird hier sowieso nicht heftig steigen. Und das wird das Problem, was wir bewältigen müssen. So, Triebwerksraum. Was haben wir hier? Kommen wir hier rein? Oh geil, hier kommen wir auch rein. Achso, hier ist die zweite Hälfte vom Keller. Ach so, guck an. Drucklüftungsanlage. Hier steht aber auch gut was rum, ne? Alter Herd. Ja, das ist nicht cool. Das ist schon sehr alt. Druckluftanlage. Was auch immer das ist. Oh, scheiße. Ach, hier ist Heizraum. Siehst du? Doch mein, nein. Kommen wir 100% nicht rein? Nein. Das ist auch gut so. Ja. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass wir regelmäßig herkommen, weil die sind echt schnell und die kleine Fläche ist ja ruckzuck fertig. Was haben wir hier? Drucklüftungsanlage. Kommen wir da rein? Nee. Überall Platz der Schlüssel, dann kommen wir rein. Gut. Dann war es das von... Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall erfüllt. Ja. Was das angeht. Ist alles sehr gut hier. Das war's mit dem Objekt. Objektbestandsaufnahme hätte ich mal gesagt, halb Statusmeldung. Und ja, wir wollten uns das Gebäude von außen. Ach ja, guck. Das ist beinahe das Wichtigste verpasst. Das ist ein relativ kurzes Video, aber ist egal. Wichtig ist, dass ihr es mal gesehen habt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Bau. Also mega, so, ne? Von der Anordnung, das ist immer so der ganzen Katakomben hier. Das sieht aus, als ob das. Also, das war, glaube ich. Ganz früher ursprünglich nicht wirklich ein Wohngebäude war. Können wir gucken, was unten dran steht. Oder ob was dran steht. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, hier ist Zucht und Ordnung, Leute. Ist hier Licht? Ist kein Licht? Das ist natürlich richtig geil. Kann man was sehen? Da können wir auch gleich sagen, am Haupteingang vorne ist auf jeden Fall eine Kirche. Ja. Kann man was sehen auf der Kamera? Ja. Ja, komm, sonst. So, hier weiß ich gar nicht, was das beides ist. Das ist bestimmt hier Gewerbe. Achso. Praxis für irgendwas. So, das ist auch mega geil. Film mal das hier nach oben, bitte. Kamera. Ich weiß noch nicht, ob die echt ist. Wie spät haben wir es?
Ich muss mal kurz telefonieren. So. Erik hat mich angerufen. Ist crazy, ne? So. Gut. Das ist bitte irgendwie was Behördliches mal gewesen. Ja. Und achso, hier guckt man direkt auf die Kirche. Mega geil. Seid also gespannt, wie es mit der Schletterstraße weitergeht. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn die schon relativ weit ist, denke ich mal. Ne? Also Aufbau. Ne? Also bis bald. Thank you.